Das Darknet, auch bekannt als das versteckte Internet, kann unter anderem ein unglaublich grausamer und vor allem verstörender Ort sein. Und wie ihr wisst, treibe ich mich dort sehr oft für meine Videos rum, da ich ja auch eine Serie kreiert habe, welche den Titel trägt Wir gehen gemeinsam ins Darknet. Und im Laufe der Zeit bin ich auf einige unglaublich schreckliche und vor allem verstörende Dinge gestoßen, über welche wir heute sprechen werden. Ich werde heute in diesem Video über 10 der schlimmsten und vor allem verstörendsten Dinge sprechen, welche ich im Laufe der Zeit im Darknet gefunden habe. Und deswegen auch an dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung, denn wir werden heute über Themen sprechen, die den ein oder anderen extrem verstören könnten und triggern. Deswegen hier kleine Warnung. Und ich würde sagen, bevor wir mit dem Video loslegen, geht nochmal schnell in die Küche, hol euch den ein oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehn dich entspannt zurück und genießt das Video mit mir, denn wir sprechen jetzt über 10 der schlimmsten und vor allem verstörendsten Dinge, welche ich persönlich im Darknet gefunden habe. Ich würde sagen, wir machen das heute nicht so, dass wir mit dem harmlosesten anfangen und dann übergehen zum schlimmsten, sondern wir machen das ganz gemischt und ich würde es jetzt einfach direkt auf den Tisch hauen und direkt mit einer Seite, mit einem... ja, mit etwas anfangen, was mich persönlich unglaublich verstört hat und womit ich nie gerechnet hatte, dass es sowas überhaupt gibt. Es war auf einer Seite, es war schon eher so eine Art Forum und dort wurde, ja, so eine Art Rezept, Kochrezeptanleitung gepostet, wie man eine Frau zubereitet. Und das war nicht irgendwie ein Witz oder Satire oder einfach nur so ein Spaß, den sich jemand erlaubt hat, sondern das war... verdammt nochmal ernst gemeint. Es war also tatsächlich eine Anleitung, wie ihr könnt euch das vorstellen wie so ein Rezeptbuch, ja, oder wie so ein Rezept, wie man am besten eine Frau zubereitet, um sie zu verspeisen. Und das Ganze wurde irgendwie von so einem Kannibalen gepostet und es war dann so eine Art, ja, wie so ein Kannibalenforum, also nicht so zu 100% ein Kannibalenforum, sondern da gab es auch andere Themen, aber es war so eine Abteilung, so ein Reiter nur für Kannibalen. Und dort wurde eben unter anderem ein Rezept gepostet, wo erklärt wurde, wie du eine Frau zubereitest, wie du alles am besten verwertest, ohne irgendwas zu verschwenden oder zu verlieren. Verschiedene Rezepte, wie du was kochen kannst, wie es schmeckt. Ich finde es absolut abartig, auch wenn ich wieder drüber nachdenke. Ich war damals relativ jung, als ich das gefunden habe. Also es war noch vor der Zeit, wo ich überhaupt Videos dazu gemacht habe. Das war noch zu meiner Schulzeit, ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich war in der Schule und hat mir ein Kumpel von diesem sogenannten Darknet erzählt. Und danach bin ich nach Hause gegangen, habe mich dann informiert und habe mir das Ganze angeschaut, bin dann da so ein bisschen... rumgestöbert und damals hat man viel mehr gefunden oder hat man schneller Sachen finden können wie jetzt und da gab es auch sehr viele Seiten, die es heutzutage gar nicht mehr gibt und da bin ich eben durch Zufall auf dieses Forum gekommen, habe mich da durchgeklickt und dann bin ich auf einmal auf diesen Post gestoßen, wo eben jemand dieses Rezept gepostet hat. Abartig, ich weiß, absolut abartig, aber das war auf jeden Fall eines von meiner Meinung nach den schlimmsten und verstörendsten Dingen, die ich jemals im Darknet gefunden habe. Wir machen weiter mit Nummer 2 und zwar ist das absolut taktlos und das gibt es auch im Clear Web. Und zwar sind das Videos und Bilder, ja, die sozusagen so eine Art Fetisch stillen sollen für den einen oder anderen, denn es gibt Leute, die auf sowas stehen. Und zwar ist das Tiere zu zertrampeln mit Stöckelschuhen oder High Heels. Und das sind schlussendlich wirklich Videos und Bilder, wo Frauen mit ihren Stöckelschuhen und High Heels auf irgendwelche kleinen, wehrlosen Tierchen drauf rumtreten. Und das Ganze, diese Videos und diese Bilder, es ist absolut geisteskrank und so ekelhaft. Und das hat einfach mein Herz gebrochen, als ich das gesehen habe. Ich kann einfach nicht verstehen, warum Leute sowas machen. Also ihr müsst euch das wirklich vorstellen, da werden kleine wehrlose Tierchen hingesetzt, wie zum Beispiel irgendwelche Hamster oder kleine Babykatzen. Und dann kommen da diese, dann ist das wirklich so ein Video und dann ist diese Frau da mit ihren Stöckelschuhen drauf rumgedappt. Und ihr könnt euch ja vorstellen, was das für ein Ausmaß war und wie dieses Tier am Schluss aussah, beziehungsweise was davon noch übrig war. Ich finde es immer noch sehr taktlos und solche Seiten gibt es natürlich immer noch. Ich meine mich sogar zu erinnern, dass es in diesem Darknet-Simulator-Spiel so eine Seite gab. Oder war das was anderes? Das war auch irgendwie sowas. Also ganz furchtbar und absolut taktlos. Aber sowas gibt es leider. Als ich noch ein bisschen jünger war und auch noch gar keine YouTube-Videos gemacht hatte, bin ich damals mit einem Kumpel zusammen ins Darknet und wir haben wieder die ganzen Seiten durchgeschaut und haben uns da amüsiert und es war total spannend.
bis wir auf eine Seite gestoßen sind, welche ich bis heute einfach nicht vergessen kann. Es war eine Webseite, welche von einem anscheinenden Arzt betrieben wurde, einem Chirurgen. Und dieser Mann behauptete, er würde lebendige Puppen kreieren. Irgendwie Lolita irgendwas hieß das Ganze. Ich kann euch nicht mehr genau sagen, wie. Ich habe nur noch diesen Namen Lolita im Kopf. Lolitas. Ich glaube, er hat Lolitas erstellt oder irgendwie sowas, hatte er behauptet. Schlussendlich war das ein riesiger Artikel, in welchem er genau beschrieben hat, was er macht und wie er das schafft. Und das war ein Arzt, welcher sich in irgendeinem ärmeren Land befand, wo man quasi immer, ja, jüngere Mädchen und auch Frauen schnappte, die dann einsperrte, und der machte dann so ganz verrückte Experimente aus ihnen und kreierte quasi lebendige Puppen aus ihnen. Und sozusagen, wie er es sagte, Toys. Sprich, er hat dann quasi, also ich versuche es jetzt mal irgendwie für YouTube-Nutzungsbedingungen zu erklären, er hat Beine weggemacht und Arme weggemacht und hat dann quasi, ja, dieses Wesen am Leben gehalten und sie dann quasi verkauft als lebendige Puppen für ganz, ganz schlimme Zwecke. Ja, ich möchte nicht zu weit ins Detail gehen. Ich denke, ihr könnt euch alle vorstellen, zu welchem Zweck diese Menschen benutzt wurden, ja. Und das waren ganz, ich finde es ein ganz, ganz trauriges Ding, weil das waren wirklich ganz, ganz arme Seelen. Das waren junge Mädchen, es waren auch Frauen, welche da einfach geschnappt wurden für so einen Zweck und dann wurden die da irgendwie weiterverkauft. Fragt mich nicht, wie das Ganze geendet ist. Diese Seite gibt es auf jeden Fall inzwischen nicht mehr. Ich meine, man kann dazu noch Artikel finden, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich könnte die auch, glaube ich, gar nicht einblenden, weil das viel zu übel ist, was da beschrieben wird. Aber ich denke, ihr könnt es euch vorstellen. Es geht weiter mit einer Webseite, welche ich sogar damals in einem Video entdeckt habe. Ich bin mir gerade unsicher, ob es das Video ist, was von YouTube gesperrt wurde. Da bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber es gab ein Video, welches von YouTube als nicht geeignet eingestuft wurde. Kann sogar sein, dass es dieses Video ist. Und zwar handelt es sich hierbei um das Kannibalenforum. Das Kannibalenforum, in welchem sich auch Armin Meiwes rumgetrieben hatte. Für den einen oder anderen wird Armin Meiwes ein Begriff sein. Der Kannibale von Rothenburg, der Typ, welcher einen anderen Typ gespeist hat. Und die beiden haben sich im Darknet kennengelernt. Und er hat ihn dann aufgegessen. Schlussendlich ist das Kannibalenforum, in welchem die beiden sich kennengelernt haben. Und das war meiner Meinung nach eine unglaublich verstörende, aber ich muss auch ganz ehrlich sein, interessante Seite. Sehr verstörend, aber auch interessant zu lesen, was diese Leute da schreiben, irgendwie, yo, ich würde dich so gern zum Barbecue verspeisen, ich möchte dich grillen, bla bla bla. Also da gab es ganz, ganz kranken Mist. Und diese Seite fand ich persönlich sehr verstörend. Wie gesagt, ihr müsst mal gucken, vielleicht ist das Video noch online, ich habe es gerade nicht mehr ganz im Kopf. Kann also gut sein, dass dieses Video noch online ist. Wenn ja, schaut es euch gerne mal an. Da haben wir dieses sogenannte Kannibalenforum gefunden. Weiter geht es mit einem unglaublich grausamen Fall, und zwar der Fall von Peter Scully. Ich denke, dem einen oder anderen wird dieser Begriff einleuchten. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Mann, welcher bis dato eines der grausamsten Videos und grausamsten Akte im Darknet vollbracht hat und gedreht hat, denn es handelt sich hierbei um ein Video namens Daisy's Destruction. Ja, und in diesem Video geht es schlussendlich um ein Mädchen namens Daisy, die eben destructed wird, ja, zerstört wird. Und das wirklich beim Wort genommen, ja. Also die wurde da, ich kann da gar nicht ins Detail gehen, wir sind hier immer noch auf YouTube. Aber ich habe bereits schon mal darüber gesprochen, ich habe da ein Einzelvideo über Peter Scully gemacht. Ein unglaublich grausamer Mann, welcher auch in den Philippinen gelebt hat und dort gemeinsam mit seiner Freundin, ja, junge Mädchen zu sich nach Hause gelockt hat und dann grausame Dinge mit ihnen angestellt hat. Und da muss man sagen, es gibt Seiten im Darknet, wo eben dieses Video, ja, verkauft wird, wo man dieses Video kaufen kann für unglaublich viel Geld teilweise. Es gibt Seiten, wo über dieses Video gesprochen wird, wo Leute sich darauf aufgeilen und darüber reden. Und God bless, ich bin so glücklich, dass ich dieses Video niemals gesehen habe. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, ich werde nie dieses Video zu Gesicht bekommen, weil es eben nicht einfach irgendwie frei zugänglich ist, und das ist auch gut so. Und ich bin wirklich froh, dass ich es nie gesehen habe, und ich würde mir es im Leben niemals anschauen. Und das ist so ein ganz, ganz schlimmer Punkt, mit dem man halt öfter mal in Verbindung kommt, wenn man im Darknet ist, dass es halt eben Leute gibt, die das feiern, die ihn als Helden sehen und darüber sprechen und sagen, das ist so geil und ich will sowas auch sehen und machen und
Ganz, ganz grausam, und da bin ich schon oft auf Foren gestoßen, wo eben darüber gesprochen wird. Und das hat mich wirklich zutiefst verstört, diese kranken Menschen bei ihren Konversationen einfach zu beobachten, was die so miteinander schreiben. Furchtbar. Eine weitere unglaublich grausame und auch vor allem angsteinflößende Erfahrung, welche ich persönlich im Darknet machen musste, war, dass man immer mal, oder waren mehrere Seiten zu einem bestimmten Thema. Und zwar ist es das Thema, dass es Seiten im Darknet gibt, wo du quasi, wenn du bestimmte, ja, Menschen nicht magst, es gab mal eine ganz bestimmte Seite im Darknet, die gibt es zum Glück nicht mehr, aber es gab eine Seite, wo du quasi Daten über Leute posten konntest. Das heißt, du konntest quasi einen Post verfassen und dann konntest du komplett alles leaken. Zum Beispiel, es gab eine Person, damit ihr es versteht, die ihr nicht gemocht habt, ja? Zum Beispiel, Person A hasst Person B und sagt jetzt, okay, ich gehe jetzt auf diese Seite und ich werde alles über diese Person veröffentlichen. Und dann gab es teilweise Postings, wo dann wirklich Bilder von Leuten gepostet wurden und dann hat man irgendwie drunter geschrieben, bringt diesen Typ um und ihr bekommt so und so viel Geld, derjenige, der ihn umbringt. Und das ist eine unglaublich gefährliche und grausame Seite gewesen, deswegen bin ich auch echt froh, dass es diese nicht mehr gibt. Und dort wurden tatsächlich einfach Identitäten gepostet, ja? Von zum Beispiel, der Typ wurde irgendwie gekündigt, so. Er hasst seinen Chef, er geht auf diese Seite und hat alles über diesen Chef gepostet. Sei es das Bild von ihm, wo er wohnt, seine Handynummer, seine E-Mail-Adresse, seine Anschrift, sein Facebook, wirklich alles über ihn, ja? Und lasst mal solche Daten an die falschen Leute geraten, an irgendjemanden Verrücktes, und sowas kann so im Chaos enden. Und deswegen gab es ja auch Leute, die geschrieben haben, hey, 5.000 Euro oder 5.000 Dollar, wenn ihr diese Person zur Strecke bringt. Und dann gab es wirklich Fälle, wo Leute dann auf die Suche gegangen sind und versucht haben, diese Person ausfindig zu machen, um das Geld einzukassieren. Oder zum Beispiel, ich hasse diese Frau, die hat mich betrogen oder sowas. Haben dann die Frau reingepostet, ihre Ex-Frau zum Beispiel, und haben gesagt, ich will diese Frau tot sehen zum Beispiel. Und das ist so ultra gefährlich und finde ich persönlich einfach unglaublich erschreckend und auch einfach nur grausam. So, stell euch mal vor, so irgendjemand mag jetzt zum Beispiel dich nicht. Du, wo gerade dieses Video anschaust, irgendjemand mag dich nicht und denkt sich so, ey, die Person ist scheiße, ich möchte, dass die verprügelt wird oder so. Also, ich poste jetzt alle Daten von ihr auf dieser Seite, poste noch ein Bild von dir und deine Adresse, wo du wohnst, was du privat immer so machst, in welchen Cafés du dich rumtreibst, was auch immer, wo du arbeiten gehst. Und das konnte man alles auf dieser Seite posten und Leute konnten dann mit diesen Informationen anstellen, was sie wollten. Eine unglaublich grausame und eine verstörende Erfahrung, muss ich ehrlich sagen, als ich diese Seite zum ersten Mal gesehen habe. Ist aber auch schon eine sehr lange Weile her und diese Seite gibt es, glaube ich, inzwischen gar nicht mehr. Und das bringt mich auch schon zum nächsten Punkt. Eine weitere Seite, welche ich damals gesehen habe, die sehr ähnlich wie die von gerade war. Und zwar war das ein Forum, in welchem man, ja, es war so ein Revenge-Forum, hat man das genannt, das Rache-Forum. Und dort wurden Bilder veröffentlicht, private Bilder, wirklich sehr private und vor allem intime Bilder über, ja, Frauen, also Ex-Partnerinnen, um ehrlich zu sein. Es war ein Forum, welches wirklich pur aus solchen Bildern bestand, wo quasi irgendwelche verletzten Typen oder einfach Typen, die vielleicht eine Frau nicht bekommen haben oder keine Ahnung, private Bilder von ihnen posteten. Und das war wirklich voll. Es gab Seiten und Überseiten und Seiten und Seiten. Voll mit privaten und vor allem intimen Bildern von diesen Mädels. Und nicht nur das, da wurden auch ebenfalls alle Daten dazu gepostet. Ja, ihr könnt euch also vorstellen, es war vielleicht zum Beispiel so ein Spiegel-Selfie, wo irgendeine Dame nackt war. Ja? Sie hatte nichts an, hat dieses Bild im Vertrauen an irgendeinen Typen geschickt oder an ihren Freund geschickt. Die sind nicht mehr zusammen und er dachte sich, hey, du hast mich betrogen oder ich hasse es, dass wir nicht mehr zusammen sind, bla bla bla, ich werde es dir jetzt heimzahlen. Und hat dann quasi die Bilder davon hochgeladen. Also so zum Beispiel, damit ihr es versteht. Und dann waren da wirklich quasi überall Bilder von diesen Frauen, intime Bilder und private Bilder. Und daneben stand teilweise ihr Facebook-Name, ihre Anschrift, ihre Handynummer, also wirklich alles. Ihr müsst euch mal vorstellen, sowas zerstört Identitäten. Sowas ist so unglaublich gefährlich und hat mich damals, als ich das erste Mal gesehen habe, wir haben sowas Ähnliches schon mal auf in einer Episode von Wir gehen gemeinsam ins Darknet gefunden, so eine Seite. Und sowas fand ich, als ich es erste Mal gesehen habe, unglaublich verstörend. Weil ihr müsst euch mal überlegen, wie leichtsinnig die Leute mit den Daten von irgendjemandem umgehen. So, da ist einfach nur jemand pissig auf eine Frau. Und die Frau hat ihm halt zufällig irgendwelche privaten Bilder geschickt. Er lädt diese Bilder hoch und sagt, jo, ihr könnt sie haben.
checkt sie aus, Facebook, hier, Anschrift, hier, da wohnt sie, da geht sie zur Arbeit, das macht sie privat. Das ist absolut krank und du kannst damit Identitäten so hart zerstören. Weil stell dich mal vor, irgendjemand lädt dann diese Bilder runter, geht auf die Facebook-Seite, postet diese Bilder auf ihre Pinnwand zum Beispiel und verlinkt sie. Und dann kommt das Ganze in Umlauf und das ist so gefährlich. Und deswegen finde ich, passt diese Seite und diese Sache, die ich eben gefunden habe, hier super in das Video. Ja, wir machen weiter mit einem Video, welches ich damals im Darknet gefunden habe und es anfangs einen ganz anderen Titel hatte. So, es war ein Video und da ging es irgendwie um Geister. Ich war relativ jung, also was heißt relativ jung, ich war so 19 oder so, glaube ich. Und ich kann mich noch sehr gut dran erinnern. Ich habe halt gechillt und auch mit einem Kumpel und wir haben halt darüber gesprochen und haben uns dieses Video dann gemeinsam angeschaut. Und es ging irgendwie um Geister. Und irgendwann hörte dieses Video abrupt auf und auf einmal kam ein Video von zwei Jungs, welche einen Mann von einem Fahrrad schubsten, ihn in den Wald zerrten und unglaublich grausame Dinge mit ihm anstellten. Und das Ganze filmten sie. Und das Ganze war echt. So, ich habe danach gegoogelt und das Ganze war echt. Das ist, glaube ich, in Russland hat es, glaube ich, stattgefunden. Und die wurden auch verurteilt schlussendlich. Also man hat dann später rausgefunden, wer die waren. Und was ich an diesem... Also ich habe dieses Video, wir haben dieses Video damals angeschaut. Wir waren so schockiert, wir konnten dieses Video einfach nicht mehr ausmachen. Und dieses Video hat mich damals so verstört, dass ich es bis heute nicht vergessen kann. Das hat mich seit damals so geprägt, dieses Video, dass ich es bis heute nicht vergessen kann. Und das ist jetzt schon locker, keine Ahnung, 7 Jahre her oder sowas, ne? 8 Jahre her. Und mich schockiert dieses Video bis heute noch. Und und deswegen sage ich auch immer wieder, Leute, ich weiß, wir sind alle sehr neugierig, jeder ist neugierig und jeder will Sachen sehen. Aber ihr müsst wirklich aufpassen, was ihr anschaut. Denn es gibt wirklich Videos, und auch wenn ihr denkt, ihr seid total abgehärtet, es gibt Videos, die euch so geisteskrank verstören können und so geisteskrank manipulieren können und dafür sorgen, vor allem wenn ihr im jungen Alter seid, wenn ihr gerade noch in der Pubertät seid oder gerade, ja, so wirklich sich euch entwickelt, euer Körper, euer Kopf sich entwickelt und so, und ihr solche Videos in solchen Prozessen anschaut, das kann euch sowas von verändern und traumatisieren. Deswegen, ihr müsst wirklich immer aufpassen, was ihr anschaut. Bitte tut mir diesen Gefallen, ja? Ich weiß, ich sag das und ich sag das aber aus eigener Erfahrung. Ich war schon älter. Ich war schon über 18. Ich habe so ein Video gesehen und es hat mich absolut verstört, ja? Und ich habe es bis heute nicht vergessen. Und das hat mich wirklich... Also mir war schlecht, wochenlang. Mir war wochenlang schlecht, nachdem ich dieses Video gesehen hatte. Und deswegen immer aufpassen, auch wenn ihr ins Darknet geht, ja, nicht alles anklicken, nicht jedes Video anklicken, nur weil es interessant aussieht. Da können sich teilweise unglaublich grausame Dinge dahinter verstecken. Und so wie wir haben uns dieses Video angeschaut und auf einmal ist es geswitcht. Und es ist von diesem Geistervideo, war ein Cut und dann kam auf einmal dieses Video und wir denken so, hä, was passiert da so? Die lauern so einem Typ auf dem Fahrrad auf. Und auf einmal geht's halt los und wir dachten uns so, ach du Heiliges. Und ich weiß noch, wie wir da saßen, keiner hat einen Mucker gemacht und keiner hat aber auch, war in der Lage, dieses Video zu beenden. Wir saßen einfach so da, haben dieses Video angeschaut und ich war echt kurz davor, mich zu übergeben. Also definitiv eine der heftigsten Erfahrungen, die ich im Darknet gemacht habe, war eben so ein Video zu sehen. Ich weiß, dass es heutzutage auch solche Videos im normalen Internet gibt, ja, das ist kein Geheimnis. Man findet solche Videos heutzutage leider auch im Clearnet. Und lasst die Finger von sowas. Also ehrlich, wirklich. Wenn ihr nicht abgehärtet seid und mit sowas nicht umgehen könnt, schaut euch sowas nicht an. Das ist mein voller Ernst. Weiter geht es mit einer Seite, welche ich vor, boah, ich weiß nicht, 1,5 Jahren oder so gefunden habe. Und ich war gerade dabei, eine Episode von Wir gehen gemeinsam ins Darknet zu drehen und bin auf diese Seite gestoßen. Und es war eine Seite, wo es quasi um, ja, wie soll ich es erklären, um bestimmte Gruppen ging, welche Videos hochluden. Und diese dort eben gepostet haben. Und das waren unglaublich grausame und verstörende Videos, was die eben mit ihren Gefangenen angestellt haben, wie die gefoltert haben. Und richtig kranken Mist, ja. Unter anderem gab es dann auch noch so Kartellvideos, was das mexikanische Kartell und so weiter mit ihren Rivalen anstellen, nachdem sie die gefangen haben und so. Boah, das war übel. Ich habe mich auch nur mal kurz reingeklickt und habe ich gesehen, um was es geht. Und habe das dann auch direkt gelassen. Da waren dann auch noch Bilder und...
Das war richtig übel. Und das war auch so eine Seite, die mich sehr verstört hat und meiner Meinung nach auch eine der schlimmsten Seiten war, die ich jemals im Darknet gefunden habe. Ich weiß auch noch, wie ich dann so voll ruhig bleiben wollte und so voll auf cool machen wollte, nachdem ich diese Seite gefunden hatte. Das ist natürlich nie im Video erschienen, das wurde natürlich komplett rausgeschnitten. Ich habe dazu auch gar nicht geredet, also mir war klar, dass diese Seite nicht im Video erscheinen wird. Und danach habe ich so getan, als hätte ich diese Seite einfach nicht gesehen, weil ich wollte mich sofort ablenken und ich war echt froh, dass ich da in dem Moment ein Video gedreht habe. Weil solche Sachen, ihr sagt auch immer wieder zu mir, wie machst du das? Du siehst im Darknet schon sehr verstörende Sachen und so weiter. Aber irgendwann bist du abgehärtet. Und so war das mit dieser Seite. Ich habe dann die Seite geschlossen und wusste, okay, du drehst jetzt dein Video weiter. Und ab dem Punkt war das für mich auch schon weg. Wisst ihr, wie ich meine? Man muss einfach lernen, wie man mit solchen Sachen umgeht. Ja, ich habe auch mal so ein Video gesehen, so ein Interview von so einem Typi, so ein, keine Ahnung wer das ist, irgendwie so ein Milliardär. Und der hat gesagt, der guckt sich privat immer Gore-Videos an, um abgehärtet zu sein, dass falls er mal in eine Situation kommt, wo irgendein Angriff ist oder irgendein Terrorakt, wenn er gerade irgendwo einen Kaffee trinkt und irgendwo Leute, versterben neben ihm und so weiter, dass er nicht so schockiert ist, weil er die ganzen Videos aus dem Internet kennt und ihm das nichts mehr ausmacht und er dann quasi abgehärtet ist und quasi in solchen Situationen dann nicht schockiert ist, sondern dann direkt wegrennt oder den Angreifer attackiert und so. Also es gibt schon Spinner, aber das wollte ich jetzt gerade noch so nebenher reinhauen, weil das ist mir gerade noch, hatte ich gerade noch so im Kopf. Und das bringt mich auch schon zur nächsten Erfahrung, welche ich im Darknet gemacht habe. Und zwar handelt es sich hierbei um eine Webseite. Ich meine, der ein oder andere von euch kann sich noch an diese Seite erinnern. Die haben wir tatsächlich auch gemeinsam gesehen. Und zwar, ich weiß nicht mehr, wie der Name war, aber es war eine Webseite, in welcher ein Mann gefilmt wurde und es hieß, in 11 Tagen wird irgendetwas passieren. Und ich weiß bis heute nicht, was nach 11 Tagen passiert ist, weil ich diese Webseite besucht habe und man auf diese Webseite nicht mehr drauf konnte. Also sie war down. So, ich weiß nicht, was passiert ist. Es war auf jeden Fall ein Video, wo man diesen Mann gesehen hat und der war irgendwie in irgendeiner Zelle und er wurde aber aufgenommen von oben. Und es gab eben sehr viele Theorien auch von euch in den Kommentaren, dass es eben ein Countdown war, bis man ihm irgendwas Schreckliches antut oder vielleicht sogar ein Countdown für einen Red Room war. Man konnte auf jeden Fall Geld in Bitcoins zahlen, um zu sehen, was passiert in 11 Tagen. Aber ey, wir wissen es nicht. Aber das war auch so eine Seite, die mich persönlich schon so ein bisschen schockiert hat, wo ich mich auch echt erschreckt habe und mir so dachte, wow, da geht irgendwas Übles vor sich. Es hätte natürlich auch ein Scam sein können, wir wissen es nicht. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass es echt ist, dann finde ich es persönlich wirklich sehr schockierend. Es gibt auch Seiten, haben wir bereits auch schon mal in einer Episode gefunden, wo Leute Kontaktdaten und Informationen über Frauen hochladen können. Also das sind sogenannte, Seiten, in welchen du quasi, Frauen in Auftrag gibst. In Auftrag gibst. Also du postest quasi, das ist eine Seite mit einem Kontaktformular, dort kannst du alles über eine Frau reinschreiben, wo du möchtest, dass sie wird. Und das ist geisteskrank, ja? Also das ist wirklich geisteskrank. Du postest dann da quasi alles über die Frau rein. Du schreibst dann Sachen rein, wie zum Beispiel, sie wohnt da, sie ist so und so alt, sie ist so und so groß. Um die Uhrzeit verlässt sie das Haus und läuft in diese Richtung zu ihrem Arbeitsplatz, welcher der und der ist. Gegen so und so viel Uhr läuft sie wieder nach Hause. Da ist ein guter Ort, wo ihr sie schnappen könnt. Bla bla bla. Bilder von der Frau. So sieht sie aus. Und du tust diese Informationen preisgeben und bekommst dafür Geld, dass Leute, irgendeine Organisation, irgendetwas mit dieser Frau anstellt. Und ich weiß, ich habe auch sehr, sehr viele private Nachrichten damals bekommen, nachdem wir diese Seite gefunden haben im Darknet, von sehr vielen beunruhigten Frauen und jungen Mädels, welche mir geschrieben haben und gesagt haben, hey, ich habe übel Angst, dass mir sowas auch passiert. Ich kenne Leute, die mich hassen, und ich kenne Typen, die mich hassen und zu sowas imstande wären. Habt da keine Angst, wenn ihr irgendwelche Bedenken habt und euch denkt, oh, da gibt es irgendjemanden in meinem Leben, der führt irgendwas Böses im Schilde, dann geht zur Polizei. Ganz einfach. Wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, irgendjemand möchte euch was, dann geht frühzeitig zur Polizei. Und ich meine, man kann sowas leider nicht stoppen. Es gibt sehr viele von diesen Seiten. Und natürlich sind bestimmt einige davon Scam. Und da wird nichts passieren, ja? Es gibt viele von diesen Seiten, wo wirklich schlussendlich gar nichts passieren wird. Aber es geht ja trotzdem darum, dass irgendwelche Daten an irgendwelche Fremden geschickt werden. Wisst ihr, wie ich meine? Selbst wenn diese Personen, die diese Seiten betreiben, nichts Böses im Schilde führen und nichts machen, was machen die mit den Daten? Die könnten diese Daten weiterverkaufen an andere Leute. Schlussendlich haben die Leute aber dann trotzdem Daten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr viele Leute gibt, die diese Webseiten benutzen und wirklich im Glauben sind, dass irgendetwas passiert, wenn sie diese Daten dort eintragen. Und wer weiß, vielleicht ist es wirklich so.
man weiß es nicht. Das war auch so eine Erfahrung, die habe ich gemacht, da war ich damals auch noch in der Schule. Es war eine Webseite, welche Videos gesammelt hat und Videos gepostet hat von Menschen, welche ertrinken. Ja, das waren also wirklich ja, wie so eine Videomediathek und Bildmediathek, in welcher Videos und auch Bilder von Wasserleichen gepostet wurden. Ich habe damals am Anfang gedacht, das ist so ein Film. Also das sind Videos und Bilder von Filmen, aber es hat sich schlussendlich rausgestellt, das waren echte Bilder, weil es gab dann immer Beschreibungen dazu. Man stand dann zum Beispiel dran, zum Beispiel da hat man einen leblosen Körper im Wasser gefunden und dann hat man dazu geschrieben, wo man den gefunden hat, was damit auf sich hatte. Und das war wirklich auch so eine Seite, da ist mir so übel geworden, ja. Das waren auch wirklich teilweise Videos von Leuten, die einfach aufgenommen haben, wie jemand ertrinkt. Also es war wirklich, da gab es ein Video, das hat mich so schockiert. Da ist so ein Typ, was heißt Typ, das war ein Junge, der war relativ jung, der ist von so einer Brücke ins Wasser gehüpft und da muss irgendwie so ein Strudel gewesen sein und der ist nicht mehr aus dem Wasser rausgekommen und irgendein Typ, so ein Mann hat den gefilmt, aber hat ihm nicht geholfen und dieses Kind hat die ganze Zeit geschrien und hat gesagt, hey, hilf mir. Ich weiß jetzt auch nicht mehr in welcher Sprache, das war aber, es war offensichtlich ein Hilf mir, weil es die ganze Zeit dasselbe gerufen hat zu dem Typ, der gefilmt hat und er hat wirklich einfach die Kamera drauf gehalten, bis diese Person untergegangen ist und quasi ertrunken ist. Das hat mich so schockiert damals. Es war wirklich ein Video und der hat nicht geholfen, der hat einfach nur da gestanden, hat das gefilmt. Und das hat geschrien und hat um sein Leben gekämpft und hat versucht, da rauszukommen. Und es hat es einfach nicht geschafft. Und das war auch so ein Video, wo ich mir dachte, wow, so wie krank ist diese Menschheit. Ja, und ich hatte ja vorher schon dieses Tierthema angesprochen. Da gab es auch mal so eine Seite von Leuten. Wie hieß denn die Seite nochmal? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber es hatte irgendwie sowas wie, dass wenn man keinen Bock mehr auf seine Haustiere hat, sollte man sie einfach entsorgen oder irgendwie sowas. Das war auch eine unglaublich scheußliche Seite. Und da ging es hauptsächlich um Haustierbesitzer und Hundebesitzer und Katzenbesitzer, die quasi ihre Tiere entsorgt haben. Auf eine ultra schreckliche Art, ja. Also da gab es Videos, wie sie ihre Hunde von Brücken runterwerfen und Katzen in irgendwelche Kanalschächte reinwerfen. Und war übel, war wirklich übel. Und ihr merkt schon, das Video ist heute ein richtig dunkles und verstörendes Video, wo es wirklich um die schlimmsten Dinge geht, die ich damals und allgemein bis heute so gesehen habe im Darknet. Und das soll jetzt auch nicht, weil viele werden jetzt wahrscheinlich wieder sagen, ey, das ist ja alles nur negativ und es sind ja nur schlimme Sachen. Und um genau das geht es ja heute, ne? Es soll ja heute nicht um die positiven und guten Aspekte und hilfreichen Aspekte vom Darknet gehen, sondern um die schlimmen Dinge. Um das, was wahrscheinlich auch die meisten Leute interessiert. Aber ihr dürft nie vergessen, das Darknet dient auch zu sehr coolen Sachen und ist auch natürlich eine Plattform oder eine Seite vom Internet, die uns auch sehr viel andere Sachen bietet, wie zum Beispiel Anonymität oder hat Vorteile für Leute, die in Ländern leben, die keine Meinungsfreiheit oder Bildungsfreiheit oder Pressefreiheit haben. In manchen Ländern gibt es kein Facebook. Im Darknet kannst du Facebook nutzen. Es gibt extra eine gespiegelte die Facebook-Seite aus dem Internet gibt es gespiegelt im Darknet. Oder verschiedene E-Mail-Provider oder Chat-Plattformen, Informationen wie irgendwelche Nachrichtenseiten, Whistleblower-Seiten. Also das Darknet bietet auch sehr, sehr viele positive Dinge, ja? Vergesst das bitte nicht. Tut nicht immer das Darknet nur mit schlimmen Dingen in Verbindung bringen. Aber es ist halt leider auch ein Ort für kriminelle Machenschaften. Es ist halt einfach so. Und ein Ort, wo sehr viele schlimme Dinge auch hochgeladen werden und zur Schau gestellt werden, wie unter anderem das, wovon ich euch heute erzählt habe. Und das soll es an dieser Stelle auch mit dem Video sein. Ich hoffe, das waren jetzt 10 Dinge. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht verkackt und es waren jetzt irgendwie nur 8 oder 9 oder so. Wenn es jetzt 11 oder 12 sind, umso besser. Das lasse ich natürlich auch drin. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen und ihr fandet es interessant. Denn das ist so ein Video, was ich auch aus sehr vielen Fragen von euch kreiert habe. Denn ich bekomme sehr oft die Frage, Dennis, was war das Schlimmste, was du im Darknet gesehen hast? Dennis, gibt es Dinge, worüber du mal erzählen möchtest, was du gesehen hast, was dich schockiert hat? Oder Dennis, wie komprimierst du diese ganzen Dinge, die du im Darknet immer siehst für uns und so weiter? Und ich dachte mir, all diese ganzen Fragen könnte man doch in einem Video kombinieren. Und warum machen wir nicht einfach mal ein Video, wo ich über die schlimmsten und verstörendsten Dinge spreche, die ich jemals im Darknet gesehen habe? Und deswegen, habe ich heute dieses Video gedreht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine Freunde. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Wie gesagt, es gab eine Triggerwarnung am Anfang. Falls jetzt der ein oder andere verstört ist, nur von den Geschichten und von den, Dingen, die ich heute erzählt habe, was ich gesehen habe, dann tut es mir leid, aber ich hatte euch im Voraus gewarnt.
Ja, wie auch immer, zum Thema Darknet, wenn ihr meine Darknet-Videos unzensiert und ungekürzt sehen möchtet, findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung, denn ich habe einen Patreon-Account und auf Patreon lade ich quasi meine ganzen Darknet-Videos unzensiert hoch, ja, also immer wenn ich Sachen verpixel, das findet ihr da unten ohne Verpixelung. Ihr findet dort auch die Videos in voller Länge und ungekürzt, weil manchmal muss ich Sachen rausschneiden wegen YouTube und so weiter und so ein bisschen extra Content. Das findet ihr alles da unten, wenn ihr es auschecken wollt und Bock habt auf so ein bisschen extra Sachen, dann checkt den Link unten in der Videobeschreibung. Kommt ihr zu meinem Patreon oder ihr klickt hier einfach irgendwo drauf oder so. Keine Ahnung. Wie auch immer, meine Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr der Meinung seid, ich habe es verdient, dass man mich abonniert, dann könnt ihr auch sehr gerne auf Abonnieren drücken. Und ja, das war's. Bleibt gesund, meine Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und schreibt mir wieder sehr gerne unten Videoideen in die Kommentare, wenn ihr Ideen habt und euch denkt, hey Dennis, mach mal ein Video dazu. Oder erzähl uns mal dies und das, dann schreibt es in die Kommentare und wenn ich das sehe, dann mache ich sehr gerne ein Video darüber. Zudem möchte ich mich an dieser Stelle natürlich noch bei meinen Patrons bedanken. Danke an die ganzen Patreon-Mitglieder, besonders der Stufe 2 und 3, denn das wären Bibi Spooky Gamer Girl, Caroline, Crowrina, CX Sensa, Kuro, Akumo, No, Gukami, Major Kai, Patrick und Jenny 2017, Sonner, Üme, Chakir, Tobi 27, Jakobi, Works, Adriana, Aliokto, Angelina R., Babsi Butterfly, Degier 85, Dominik, Ehren, Blü, Ella, Fabienne, Janitza, Wörsching, Gabba 192, Go Hard, Jenny Do, Joanne M., Joel Schnell, Juna da Luna, Kai, Kim S., Q-Rapcar, Mandy 172, Markus Pyrasch, Matthias HM, Meier 5000, Michael, Nancy Koch, Necro V1, Nico Hund, Noah Jones Leitenbauer, Oxy, Passi, Philipp Hirschi, Release, Sarah Mitsuki, Strubbel H, Susi Novakovic, Timon, Zephirao, VTuber und Zero Hour. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Danke fürs Einschalten. Ciao, ciao.